Löwenzähnchen, der lange Bart. Was war das denn? Komisch. So, ich muss los. Mach's dir gemütlich, ja? Tschüss, Keks. Okay, ich bring dir neue Lieblingsleckerlis mit. Versprochen. Also, bis später. Jetzt ist Fritz gleich weg. Und ich kann machen, was ich will. Na, mal überlegen. Löcher buddeln oder Nachbarn ärgern? Was riecht hier so? Vielleicht ein Schwein? Oder eine Kuh? Nee, die Kuh macht Mu und nicht Mäh. Ob ich das Meckertier wohl gleich sehe? Oh. Köstlich, lakotienhaft. Hallo. Wer ruft mich? Ich ruf dich. Keks. Wo bist du? Na hier, links von dir. Links? Ist da? Nee, andere Seite. Ja? Da bist du. Hallo. Links, rechts, das verwechsel ich manchmal. Ist nicht so schlimm. Wie heißt du denn? Zacharias Ziege. Ich bin der größte und älteste Ziegenbock auf dem Bauernhof. Aha. Und du hast auch den größten Hunger, oder? Ich kann einfach nicht aufhören, frisches, zartes Gras, ein Ziegenschmalz. Guten Appetit. Ich glaub, ich hab hier noch gefuttert. Geh jetzt nach Hause. Wo war das gleich? Ich muss nach links oder nach rechts? Meine Augen waren auch schon mal besser. Soll ich dir vielleicht helfen? Oh, das wär toll. Ich muss an der alten Badewanne vorbei. Die Badewanne steht da vorne. Danke, aber ich muss dann rechts. Oder links? Zacharias, du musst nach rechts. Momentchen, wo lang? Wo hab ich viel gefuttert? Oh, je. Jetzt wird's mal besser. Ui, du kackerst ja kleine Kugeln. Ja, du nicht? Nee, ich mach einen Hundehaufen. Verstehe. Haufen. Hörst du das? So meckert nur meine Familie. Haben die auch so einen schönen Bart wie du? Natürlich. Wieso hast du keinen? Verkekst. Hunde haben doch keinen Bart. Verstehe. Hunde haben keinen Bart und machen Haufen. Genau. Wo muss ich noch mal lang? Nach rechts. Verflixter Ziegenbart. Wo ist rechts nochmal? Na hier. Komm, ich bring dich nach Hause. Nett von dir. Ich kann's mir einfach nicht merken. Rechts, links. Und auf dem Weg singen wir ein Lied. Du singst? Na klar. Na dann los. Ich bin Keks, alles klar. Ein Keks mit zwei Ohren, mit einer feuchten Nase und als Hund geboren. Ich bin viel unterwegs, die Welt ist so bunt. Alle sagen, da kommt Keks, ein ganz besonderer Hund. Quatsch, Matsch mag ich und wie du dich da bewegst. Guck doch mal zu mir, oh, ich hab mich grad verkekst. Ich bin Keks, vier Beine und ein Schwanz, mit ganz viel Talent für diesen Hundekuchentanz. Das ist der Quatschmatsch. Das ist ein Bauchklatsch. Das ist der Patschplatschtanz. Wir laufen heute ein Stück zu zweit. Erst links, dann rechts, dann nicht mehr weit. Und da herum und quer fällt ein. Der Weg soll spannend und lustig sein. Ach ja, das ist ein schöner Tag. Alles so, wie ich es mag. Die Luft, der Duft
der Sonnenschein. Wir beide sollten Freunde sein. Jawohl! Ich bin Keks, alles klar. Ein Keks mit zwei Ohren, mit einer feuchten Nase und als Hund geboren. Ich bin Keks, vier Beine und ein Schwanz, mit ganz viel Talent für diesen Hundekuchentanz. Yeah. Ein herrliches Lied. Wir sind da. Hallo. Ist das deine Familie? Die sehen ja ganz anders aus als du. Es gibt viele verschiedene Ziegen. Weiße, braune, schwarze. Aber wir können alle ziegenhaft meckern. Wow. Das ist Keks, ein Hund. Er hat keinen Bart und macht Haufen. Oh, Haufen. Ah, ja. Und er hat mir geholfen, nach Hause zu finden. Bravo, wie sagenhaft. Ziegenhaft. Opa, wo warst du denn schon wieder? Unten auf der Wiese, rechts von der Adler. Links. Meine ich doch, da wächst das leckerste Gras. Opa, Opa, da wollen wir hin. Später, ja? Okay, okay. Was hat der Kleine denn da für Äste auf dem Kopf? Das sind Hörner. Dir würden auch welche stehen. Wieso hast du keine? Hm? Ach, verkekst. Hunde haben keine Hörner. Verstehe. Hunde haben keinen Bart, keine Hörner und machen Haufen. Sehr interessant. Wo sind denn deine Hörner? Ich habe noch nie welche gehabt und ich bin ja aber trotzdem der Chef. Opa, ich will spielen. Jetzt nicht. Siehste, geht auch ohne Hörner. Meine Rasselbande. Was glaubt ihr eigentlich, wo ich früher überall raufgeklettert bin? Auf die steilsten Felsen und die höchsten Höhen. Das klingt spannend. Kannst du mir mal zeigen, was du genau für Haufen machst? Ja, ein andermal. Ich muss jetzt los. Sag Keks, auf Wiedersehen. Ciao, auf Wiedersehen. Jetzt rechts rum und dann ab zum Bauwagen. Ah, Fritz ist noch nicht da. Sehr gut, dann merkt er gar nicht, dass ich weg war. Schnell in meine Hütte. Psst, da kommt er schon. Nichts verraten. Hallo, Keks. Da bin ich wieder. Na, hast du gut geschlafen? Moment, ich hab dir auch was mitgebracht. Deine Lieblingsleckerkekse. Guck mal. Na, wie sieht's aus? Drehen wir noch eine Runde? Nein? Vielleicht eine kleine? Ach, komm schon. Hm? Na also.